Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video und heute ist es soweit, ihr seht heute den ersten Part des Glorious Summer Cups. Ja, die meisten von euch haben es vielleicht mitbekommen die letzten Tage, ich habe mal wieder ein Overwatch-Turnier veranstaltet, was wir jetzt im Sommer regelmäßig machen wollen. Wie regelmäßig das sein wird, kann ich euch noch nicht sagen, aber es soll regelmäßig passieren und wir haben mit knapp 50 Teilnehmern sind wir in diesen ersten Cup gestartet. Wir hatten deutlich mehr Anmeldungen, aber wir haben gesagt, das soll diesen Rahmen nicht übersteigen. Das heißt, falls ihr euch angemeldet habt und nicht angenommen worden seid, bei kommenden Turnieren habt ihr natürlich weiterhin die Chance. Ja, wir haben geguckt tatsächlich, dass die Partien relativ fair gematcht waren. Das heißt, jedes Team hatte einen Durchschnitts-SR. Das war uns sehr wichtig. So kam es zum Beispiel dann vor, dass wenn zum Beispiel ein Grandmaster im Turnier war, dass der dann mit einem Silberspieler zusammenkam und dass so der SR aller Spieler relativ nah zusammen war, damit es fair ist. Gespielt haben wir dann 3 gegen 3 Lockdown und heute seht ihr mal so erste 2 Runden der Vorrunde. Ich werde noch deutlich mehr aus dem Turnier hochladen, gerade Richtung Finals. Ich wollte euch aber auch Bescheid sagen, wer das komplette Turnier nochmal sehen möchte. Ich habe mittlerweile einen Zweitkanal und da werde ich momentan oder in nächster Zeit auch mal immer wieder ungeschnittene Overwatch-Videos hochladen, so aus dem Stream-Sachen. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr gerne auf den Zweitkanal gehen, denn dort findet ihr die komplette Vorrunde. Runde, was knapp anderthalb Stunden Material ist, findet ihr dort schon ungeschnitten. Also schaut euch das gerne an, lasst dem Kanal auch ein Abo da und in den nächsten Tagen werde ich dann immer wieder so leicht geschnittenes Material hier hochladen. Heute sehen wir zum Beispiel 2 Runden aus der Vorrunde, die in meinen Augen wirklich sehr amüsant war. Tolle Aktion, tolle Spieler und unglaublich spannend. Ja, viel mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Ich entlasse euch jetzt einfach in das Gameplay und in das Turnier und wünsche euch viel Spaß damit. Falls euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. So, okay. Ja, wer verloren hat, ist natürlich raus. Es gibt kein Losers Bracket oder sowas. Nach vorne gehen natürlich nur diejenigen, die weiterkommen. So, auf beiden Seiten sehen wir einen Monkey. Wir gehen mal in die Ansicht von Rexian. Ist natürlich ein relativ guter Counter. Wir könnten natürlich jetzt darauf warten, dass der Monkey sie einfach springt. Dann Flashbang ins Gesicht. Also in Team TomTom haben wir eine Moira, wir haben McCree und wir haben den Monkey. Und ist natürlich eine spannende Kombi. Während auf der anderen Seite Zen zu sehen ist, also fast eine DPS-Kombo auf der anderen Seite. Aber beide Teams belauern sich. Also ihr seht das hier gerade. Beide Teams extrem weit weg. Wir bleiben bei der Ansicht. Schüsse. Erste Schüsse gehen daneben. Oh, das sind ein paar erste Hits, aber die Bubble steht natürlich. Ja, solange beide Teams sich auf Entfernung belagern, wird es natürlich schwierig. Aber keiner will natürlich irgendwie dem anderen die Blöße geben, auch ganz wichtig. Man testet ja erstmal, was kann der Gegner, wie gut ist der Gegner. Vollkommen verständlich. Ja. Ich hoffe halt, wir sehen nicht zu viele Partien, wo es am Ende auf den finalen Spot immer geht, sondern dass die Teams auch ein bisschen was wagen. Aber hier gerade, wir sehen es. Also beide Teams, können es auch mal hier anschauen. Beide Teams stehen einfach in komplett entgegensätzlichen Orten. Ah, hier sehen wir vielleicht ein bisschen Wanderung. Ah, nicht wirklich. So, jetzt ist der Zielpunkt, wird in 30 Sekunden aktiviert. Das heißt, beide Teams müssen aneinander. Und dann wird es sehr interessant. Ich denke fast, das Cleverste ist immer, 2 Leute in den Kreis zu schicken. Und wenn du mit einem einfach draußen bleibst und von draußen ein bisschen Druck machst. Ich würde jetzt zum Beispiel mit dem Winston einfach in den Kreis springen. TomTom übrigens auf Half-Life schon runter. Hat sich ein paar Hits gefangen. Rexian hat sich einen Hit gefangen. Hero trifft hier relativ gut. Flashbang geht ins Leere an der Stelle. Oh, Rexian, Half-Life, das ganze Team auf Half-Life runter, Team TomTom verliert den ersten Mann, verliert den zweiten Mann und jetzt ist es nur noch Rexian und der muss halt in den Kreis und er macht ein C9. Er schafft es nicht in den Kreis. Das ist natürlich das Problem, die Zeit ist sehr, sehr klein. Also wenn du die ganze Zeit im Grunde genommen dich abpasst und der finale Zielpunkt aktiviert, sind 3 Sekunden, die du Zeit hast, in diesen Kreis hier zu kommen. Es ist wirklich nicht viel Zeit. Das heißt, du musst dich eigentlich logisch positionieren und im richtigen Moment dann quasi reingehen. So, wir gucken mal, was die Teams picken, ob die Kombination bleibt. Nein, wir sehen erneut einen Bash. Oh, das wird sehr interessant. Wir gehen mal kurz auf den... auf die Ana hier. Das ist nämlich eine relativ gute Kombo, die relativ gut zusammenpasst an der Stelle. Und natürlich übrigens jetzt auch schon interessant für die ganzen anderen Teams im Turnier, sich anzuschauen, hey, was spielen eigentlich meine Gegner? Denn jeder von denen könnte natürlich weiterkommen. Und sich so ein bisschen vielleicht schon darauf einzustellen. Das ist natürlich viel taktisches Schach, was die Teams hier jetzt schon machen können. So, wir wechseln mal auf die Ansicht von dem Gengu. Während auf der anderen Seite natürlich eine extreme... Es ist kein Bunker an der Stelle, was wir auf der anderen Seite sehen, weil
Natürlich fehlt hier so ein bisschen der Baptiste oder eine Mercy zum Beispiel, die man hinten dran gehangen hat, aber es ist natürlich eine unglaublich schwere Kombi, die hier zu knacken, wenn ein Bastion einfach hinter dem Schild steht. Das heißt, im Grunde genommen musst du einfach den Bastion mit allem, was du hast, jumpen, aber es ist natürlich schwer. Oder du könntest ihn stilllegen, wenn es irgendwie die Ahnung schafft, hinter ihn zu kommen, auch eine Möglichkeit. Ja, versuchen beide Teams, es ist wirklich ein Belauern beider Teams. Es ist ein vollkommenes Belauern. Und tatsächlich in diese Kombi passt natürlich fast am besten Baptiste, weil in dem Moment, wenn du gejumpt wirst und dein Bastion das Problem kriegt, dann kannst du wie bei einer klassischen Bunker-Comp einfach dein Immortality-Field werfen und der Bastion ist sicher. Hier hast du das nicht. Du musst dich ein bisschen darauf verlassen, dass die Moira im richtigen Moment ihren Orb wirft. So, jetzt wird der Zielpunkt aktiviert. Und das wird natürlich jetzt sehr spannend. Oh, hier natürlich sehr ungeschützt jetzt beide Teams. Oh, das wird natürlich jetzt spannend. Sie haben 18 Sekunden, um da runterzukommen. Der Bastion ist natürlich ein Riesenproblem gerade, weil er kann im Grunde genommen alles anhitten. Wenn sie clever wären, würden sie sich direkt unten positionieren. Ich hoffe, sie wissen, dass sie da runter müssen. Weil die Ana hält an ihrem Nano fest. Jetzt der Genji ist im Kreis. 3 Sekunden. Oh mein Gott, das wird erneut ein C9, wenn das so weitergeht. Nein, nun geht sie drauf. Tom geht in den Kreis. Wo ist der Rest des Teams? Okay. Das war nicht clever gespielt, muss man sagen, von Team TomTom. Das war wirklich nicht clever, denn es wäre so viel besser gewesen, wenn sie an der Stelle, als sie hier waren, wäre der richtige Schritt gewesen, in dem Moment nach unten zu droppen und hier hinzukommen. Das wäre der richtige Schritt gewesen. Stattdessen haben sie sich aus welchen Gründen auch immer dafür entschieden, hier hinten rumzugehen und dann einzeln fast weggepickt zu werden. Okay, sehr schade. So, gehen wir rein. Wir sehen eine Farm-Mercy-Kombination auf beiden Seiten. Und jetzt die Frage, können Tom, können Rexian, können Harashima das Match nochmal umdrehen? 2-mal Farm-Mercy. Aber lustigerweise, die Mercy... Ah, jetzt hängt die Mercy wieder an ihrer Farah dran. Oh, harte Hits dagegen. Rexian direkt gepickt. Kann vielleicht Tom... Kann der Rest durchgehen? Ja, nur auf der anderen Seite geht der Rest durch, während Tom beim Restversuch gepickt wird. Oh, und nun ist es Harashima gegen... Oh, Harashima kickt Headcleaners! Und nun heißt es Gengu gegen Pharah! Oh mein Gott! Das ist überraschend. Ist natürlich für ihn unglaublich schwer, weil die Pharah kann einfach auf Entfernung bleiben. Wenn sie ein bisschen mit ihrem Luftmanagement haushalten kann, kann sie einfach die ganze Zeit jetzt schön auf Entfernung bleiben. Schöner Deflect an der Stelle. Und natürlich riesiger Vorteil in dem Moment, wenn sich der finale Kreis öffnet. Oh, schöner Hit hier! Schöner Hit! Oh mein Gott, der Genji kann sich gerade so retten. Was ist das denn für eine Aktion? Und sie trifft halt einfach nicht. Es ist so bitter, dass das Hero gerade nicht trifft. Keine der Rockets hittet. Deflect ist raus. Versucht nochmal zu boopen. Oh, oh, was? Was war das denn? Was? Was war das denn? Was war das denn für ein... Was war das denn für ein Dash? Können wir davon bitte Instant Replay haben? Was war das denn für ein Dash gerade? Alter, Hashirama, das ist denn die zweite Genji-Aktion in diesem Turnier, die komplett insane war. Ihr müsst euch bedenken, er ist einfach nach vorne gedasht. Wenn der Dash daneben gegangen wäre, wäre er tot gewesen. Er hätte sich nie mehr retten können aus der Situation. Und stattdessen sagt er einfach, ich dash jetzt einfach und hol mir diese Pharah. Oh mein Gott. Krass. Richtig krass. So, hier wird weiter versucht, Far Mercy zu spielen. Wir gucken uns das mal aus der anderen Ansicht an, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. Ja, natürlich wieder extrem schwer. Oh, der Bastion hier. Oh, der Bastion. Extrem offen am Rumlaufen. Das Team weiß, glaube ich, noch nicht so ganz, wo sie hinwollen an der Stelle. Positionieren sich jetzt hier neu. Die Pharah kann natürlich in der Luft bleiben, kann von oben schön Druck machen. Hat die Mercy natürlich an sich dran. Während wir uns fragen, wo ist der dritte Mann? Da ist der dritte Mann. Da ist Headcleaners. Machen hier hart Druck gerade. Moira Half-Life. Moira muss so ein bisschen auf sich aufpassen an der Stelle. Um hier nicht weggepickt zu werden. Ja, extremer Druck. Aber in der Regel müsste eigentlich Rexian, müsste Hero picken können. Er müsste sich halt nur auf die Mercy konzentrieren. Aber die machen es natürlich extrem gut. Hero und Dark Zeralian. Die fliegen extrem gut zusammen. Nutzen natürlich die Map ein bisschen für sich. Ja, kriegt ihn nicht weggezogen an der Stelle. Kann immer wieder ein neues Schild aufbauen. Da ist Tom gepickt. Und nun wird es natürlich extrem schwer für Rexian und Harashima. Oh mein Gott! Der Pharah Ult. Und das war's. GG für Team 2. Und good night, Team TomTom. So, Mirror war willkommen im Glorious Club an der Stelle.
So, okay, nächste Runde, Freunde. Wir haben übrigens, wie viele Matches haben wir noch in der Vorrunde? Lass mich gucken. Wir haben noch eins, zwei, drei. Wir haben noch drei Matches, also insgesamt noch vier Matches in der Vorrunde. So, auch hier, oh, das ist interessant, finde ich jetzt an der Stelle. Erneut Bunker und auf der anderen Seite haben wir Far Mercy mit einem Roadhog erneut. So, hier wird schon direkt das Immortality Field gestellt. Oh mein Gott, biggest Boop in der History des Turniers bisher. Oh mein Gott. Avicii haut einfach den biggest Boop raus. Können wir dafür mal ein bisschen, bisschen Paperhands oder Clap oder PogChamp oder irgendwas im Chat haben? Holy moly. Und Metzko hält sich natürlich jetzt am seidenen Faden mit seinem Immortality Field. Versucht irgendwie, oh, wird gehookt und keine Chance an der Stelle. Biggest Boop ever. Und da meinen wir nicht die Dinger, die hier hängen, sondern wir meinen das, was da passiert ist. Oh mein Gott. Das war halt richtig stark. Richtig stark gespielt. Jetzt natürlich die Kombination von Far Mercy ist raus für Team immer feste drauf. Aber hey, sie sind ihrem Namen zumindest gerade schon gerecht geworden. So viel muss man sagen. So, beide Teams spielen jetzt hier quasi ein Mirror-Match. Beide Teams spielen quasi Bunker. Also was sich zeigt, wenn sich hier eine Sache zeigt, dann dass wir eine 3... Oh, beide Teams treffen sich hier vorne direkt. Und damit haben wir wahrscheinlich beide nicht gerechnet, dass beide den linken Seitengang nehmen. Oh, jetzt wird sich erstmal umpositioniert, weil man gemerkt hat, ups, so nah wollten wir uns doch nicht kommen. Whoopsie. Ja, schlechtes Positioning von dem Bastion. Oh, Immortality Field ist draußen, hält gerade Team Name Not Found hart am Leben. Und die haben mir wirklich Probleme gerade. Die haben mir wirklich gerade Probleme. Aber die eine Sache, die wir hier wirklich sehen, ist, dass wir haufenweise Mirror-Matches sehen. Also die Leute haben erkannt, wie stark diese Kombination aus Bastion, aus Orisa und natürlich auch Baptiste ist. Ob das jetzt so... ob das jetzt... Wenn sie jetzt clever wären, würden sie vielleicht pushen und vielleicht ein bisschen was mit Orisas Bubble versuchen, die Gegner hier einfach rumzuziehen und quasi mit dem Boop was zu machen. Aber momentan beide Teams belauern sich einfach aus der Entfernung. Oh, setzen sich aber groß um, verlassen den Schutz der Bubble. Ja, dürfen natürlich auch nicht zu weit weg vom Kreis. Oh, der Bastion steht vorm Schild, er steht vorm Schild, was tut er? Immortality Field wurde noch gerade rechtzeitig gesetzt, damit der K gerettet werden kann. Jetzt ist das Verstärkungsfeld draußen, aber keiner da, keiner da. Ja, sie können es ein bisschen ausnutzen, Während der gegnerische Baptiste nun auch sein Feld hat, sie haben das Immortality Field draußen. Und natürlich ein perfektes Positioning an der Stelle von Team Feste drauf. Richtig stark gemacht und erneut ist nur noch Metzko übrig. Das war natürlich jetzt extrem stark. Sie haben einfach gewartet, bis die Gegner alles raushauen. Setzen dann ihr eigenes Immortality. Okay. Okay. Gut, hat natürlich gesehen, er hat keine Chance mehr, dieses Match zu gewinnen. Hat sich selbst umgebracht, um Zeit zu sparen. Ist in Ordnung, muss man schätzen. Ehrenmann. Metzko zweimal der finale Spieler für sein Team. Jetzt ist die Frage, wie gehen sie damit um? Weil sie haben hier echt Probleme gerade mit dem Team, bestehend aus Zitsch, aus Skulltrooper und Avicii. Ich bin gespannt, was sie picken. Oh, wir sehen ein Debüt in diesem Turnier. Wir sehen sowohl eine Zarya, wie wir auch, wir gehen mal in die Kategorie von Metzko, in die Ansicht von Metzko. Wir sehen eine Zarya und wir sehen ein Junkrat. Also mal was komplett Neues hier. Metzko versucht natürlich jetzt einen Pick zu landen. Ah, kriegt er den? Kriegt er den? Er kann ihn. Ah, der Schuss geht daneben. Oh, noch ein Schuss geht daneben. Oh, schöner Hit auf die Brick. Und die Brick ist gepickt. Sehr schön. Junkrat versucht nun hier heftig Druck zu machen. Er muss nun aufpassen. Er muss aufpassen. Aus der Luft natürlich jetzt schön die Far-Mercy-Kombination. Er kann abwarten. Schöner Hit. Oh, Bubble ist raus. Aber keine Chance jetzt mal irgendwie sich zu heilen für Avicii. Jetzt ist nur noch Skulltrooper. Metzko hier macht den Hard Carry für sein Team und da, wow, Metzko holt sich alle drei Spieler des gegnerischen Teams. Richtig, richtig stark. Aber wird das Ding nochmal gedreht? Gute Frage. Und hier hat man sich gesehen, man hat eine Kombi gesehen, die interessant war. Diese Zarya-Junkrat-Sache kann funktionieren, muss nicht. Natürlich Zarya und Brigitte auf der Seite eine gute Kombination, weil einfach Bubble auf Brigitte, Brigitte springt rein, das funktioniert gut. Der Junkrat war ein bisschen merkwürdig. So, was wir jetzt sehen.
Oh, das wird natürlich jetzt ein interessantes Duell. Metzko, der gerade so hart gecarried hat, hat einen Affen gegen sich. Und wenn es jemand gibt, der einen Affen ausschalten kann, dann ist es ein Reaper. Oh, und er holt sich direkt den Affen. Er holt sich direkt den Affen, kriegt ihn aber nicht ganz. Affe ist auf Half-Life runter. Er setzt einfach nach schöner Hook an der Stelle und Zotsch ist gepickt. Oh mein Gott, das Ding wird wirklich nochmal gedreht. Das ist der biggest Upset, den wir bisher in dem Turnier gesehen haben. Skull Trooper, Half-Life. Muss nun gucken, dass er seine Tracer findet. Hat die Tracer geheilt. Oh, der Reaper ist direkt dran. Metzko ist hier so hart am Dominieren gerade. Und holt für sein Team einfach die entscheidenden Kills. Schöner Hook an der Stelle und damit haben wir ein 2 zu 2. Oh mein Gott, was geht denn hier? Das Match sah so eindeutig aus in den ersten Minuten. Und jetzt mittlerweile ist es hier so gedreht. Metzko, MVP dieses Matches, kann man nicht anders sagen. Die Frage ist, wie geht er jetzt damit um? Was kann er picken? Was picken die Gegner? Metzko ist der Mann, dem wir zuschauen wollen, denn bei ihm passiert die Action in dieser Runde. Wählt eine May. Wir haben auf Ansatz... Oh, Debüt von Hammond. Okay, das wird jetzt sehr spannend. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Beide Teams extrem weit weg. Natürlich jetzt kein Schild, hinter dem man sich verstecken kann. Auch wenn Eisdrache natürlich seine Diva-Matrix nutzen kann. Aber wie wir wissen, die reicht nicht, um hier ständig zu stehen und das Team dauerhaft zu halten. Man könnte natürlich eine Eiswand stellen. Oh, schön Druck, der gemacht wird. Auch alles Hits, die hier gelandet werden von Metzko. Der ist bei 80%. Der ist bei 80%, wenn der am Leben bleiben kann und gleich sein Ult wirft. Und dieser Ult kann nicht von der gegnerischen... Also falls der Ult nicht geschluckt wird von der gegnerischen Diva, wäre das big. Das wäre richtig big jetzt. Metzko, er will es wissen. Er pusht nach vorne. Muss aufpassen. Matrix ist, glaube ich, raus. Ich glaube, die Matrix ist komplett raus. Er kann sein Ult werfen. Er wirft den Ult. Ult wurde nicht geschluckt. Das Team ist eingefroren. Die Diva. Oh mein Gott. Moira setzt ihren Ult dagegen. Kein Pick. Oh, jetzt schön. Schön gepickt. Die Diva ist raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, Metzko, ey. Metzko, MVP dieses Turniers bisher hier. Holt sich jetzt hier noch die Moira. Und jetzt ist nur noch der Hammond. Es ist nur noch der Hammond. Oh mein Gott. GG Metzko. Also eine Sache steht fest. Wer bisher Metzko nicht auf dem Plan hatte, der Junge hat nach 2 verlorenen Runden sowas von aufgedreht. Richtig, richtig stark. Und hier werden wir noch den Boob aus der ersten Runde jetzt sehen, von Avicii. Gehe ich ziemlich stark von aus. Ja, das wird der Boob sein. Guckt ihn euch an. Aktion dieses Matches, neben allem, was Metzko getan hat. Da hat er beide runtergeboobt. Richtig stark gespielt. Tolles Match.